Viola trifft Hans Graf. Die 70er Jahre, die Zeit Ihres Studiums, erzählen Sie uns. Wann wussten Sie, ich werde Dirigent? Das hat sich eigentlich negativ ergeben. Ich wusste es etwa dann, als ich wusste, dass ich nicht Pianist werden wollte. Und zwar war ich da etwa 17, das war in den 60er Jahren, im Jahr 67 etwa, 66. Da hat meine Schwester einen sehr guten Musiker geheiratet. Der hatte eine wunderbare Plattensammlung gehabt, ich war so 16 Jahre alt. Und der hatte alle Bartok-Quartette, die Schönberg-Serenade, die Bergs, die damals zu kriegen waren. Und ich habe mich da hineingefressen und habe gesagt, das ist die Musik, die mich mehr interessiert, als das Klavierspiel. Habe mir dann die ersten Partituren gekauft, ich kann mich erinnern, ich habe mir Sacre du Printemps gekauft, habe es fast weinend weggelegt, weil ich mit dem Lesen nicht mitkam. Und habe mich dann durchgebissen. Und ein paar Jahre später zur Diplomprüfung dirigieren, habe ich das Stück im Klavier gespielt. Meine Version. Also das ist quasi ein langer, steiler Weg, den ich gegangen bin. Ich habe mir aber nie eingebildet, dass ich, weil ich jetzt Dirigent studiere, dass ich jetzt Dirigent werden könnte. Weil mir sehr bewusst war, was die Dropout-Rate bei Dirigenten ist. Es war auch lustig, als ich Dirigieren studieren wollte, bin ich zu meinem Klavierprofessor damals gegangen, habe ihm das eröffnet. Der hat gesagt, ja, das ist schon ganz gut, das kannst du schon studieren. Dann ging ich zur Aufnahmeprüfung und ein sehr netter Kollege, der immer noch ein sehr guter Dirigent ist, der Günther Neuhold, der in Deutschland Chef in Karlsruhe und in Bremen war, hat mir gesagt, wieder 1, 2, 3 geht, 1, 2, 3, 4 und dann gehst du hinein. Und da mein nachmaliger Professor hat dann gefragt, ja, was haben Sie denn schon dirigiert? Ich kam gerade aus dem Internat. Nix, habe ich gesagt. Ich komme hier, um es zu lernen. Dann hat er mich gnadenhalber genommen. Und dann ist doch etwas draus geworden, halbwegs. Aber ich habe mir nie eingebildet, dass das sein muss. Ich habe auch 10 Jahre darauf gewartet, bis es professionell wurde. Habe niemanden um Hilfe gebeten, weil ich zu stolz und scheu dazu war. Und habe dann 10 Jahre später den Böhm-Wettbewerb gewonnen, durch eine eher Fügung oder Zufall. Und dann ging es plötzlich. Sie fingen 1975, 76 an als Musikdirektor vom Iraqi National Symphony Orchestra in Bagdad. Das ist noch die Zwischenzeit. Damals habe ich mich noch nicht als Dirigent gesehen. Damals habe ich in Graz an der Hochschule unterrichtet und ich kriegte dieses Orchester von einem Freund, der dort war, ein Däne. Und wir wurden eingeladen von Munir Beshir, das war ein großer Oud-Spieler in seiner Zeit und Freund von Friedrich Gulda. Da hat manchmal mit ihm gespielt, so wie der Menuhin. Und der hat in Ungarn studiert und hatte große Beziehungen zur westlichen Musik und zur arabischen Musik. Und der hat den Erling Höy eingeladen, meinen Vorgänger, mit dem ich zusammen mit Cepi Dage war. Und der hat mir gesagt, willst du ein Jahr lang ein Orchester haben? Und so bin ich mit dem Auto hinuntergefahren mit der Familie für ein Jahr. Hab da 10 Symphonieprogramme studiert, dirigiert und hab die wirklich als großes Plus in meinem Konto, in meinem Rucksack mitgehabt nachher. Welche Dirigenten bewunderten Sie in dieser Zeit? Wer förderte Sie? Eine gute Frage. Bewundert habe ich einige. Ich habe, ohne ihn wirklich noch zu kennen, Carlos Galber bewundert. Ich habe unglaublich den Cepi Dage bewundert. Mehr, bevor ich ihn kannte, weniger, nachdem ich ihn kannte. Nicht wegen seiner künstlerischen Qualität, sondern wegen seiner anderen Schwierigkeiten. Und wer mich gefördert hat, war Arvid Jansons. 1972 habe ich in Russland studiert, ein Jahr, ein Staatsstipendium österreichisch. Habe dort nicht nur meine Frau kennengelernt und geheiratet, sondern Arvid hat sich um uns gekümmert wie ein Vater. Und ich habe von ihm gelernt, was mir noch wirklich fehlte, wie man ein Dirigent ist. Was ist das, ein Dirigent sein? Dirigieren ist was anderes. Aber Dirigent sein mit einem Orchester ist ein ganz anderes Tier. Der Dirigent, den ich am meisten bewundere von allen, bewundert habe, ist Franco Ferrara. Den kennt jeder Dirigent meiner Generation. Der war genial, gut und ein wunderbarer Mensch. Unduldsam, schrecklich, aber wahnsinnig treu und freundlich und ehrlich. Und der hat mir die Augen geöffnet. Und später, als ich an der Staatsoper war, in Wien, und noch immer nicht glaubte, dass ich dirigieren würde, durfte ich 6 Wochen mit dem Carlos Galber Carmen spielen.
die Zeffirelli-Inszenierung als Korrepetitor. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt, was genaues Lesen, genaues Denken, Bescheidenheit, voraussetzungsloses in Musik heißt, das war sehr wichtig für mich. Von 84 bis 94 Musikdirektor vom Mozarteum-Orchester Salzburg. Hat sich Salzburg sehr verändert? Ja, in vielen. Das war mein erstes Konzert in Salzburg 83. Ich hatte 79 diesen Böhm-Wettbewerb gewonnen mit einem Konzert in Leningrad. Das war noch ein Jansons-Erbe für mich. Habe mich mit einem Strohhalm an Land gezogen und das funktionierte dann. Drei Jahre später, vier Jahre später war ich Chefdirektor von einem Orchester, was ganz unglaublich ist. Untypisch und unglaublich, ich bin sehr dankbar dafür. Das Mozarteum-Orchester war ein unglaublich traditionelles, traditionsreiches Orchester und war trotzdem offen für manche Dinge. Ich habe keine Revolution angezettelt, ich habe eher auf Evolution gesetzt. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, jetzt 94 bin ich weggegangen, jetzt ist das bald 20 Jahre her, hat sich das Orchester nicht nur unglaublich verjüngt personell, was die meisten Orchester inzwischen getan haben, aber die Situation in Salzburg hat sich durch die, muss man einfach sagen, durch die Initiative der Festspiele, die Wilna begonnen hat, Mortier fortgesetzt hat, Ruzicka dann weiter fortgesetzt hat, hat sich das ganze Kulturfeld in Salzburg umgeackert. Und das ist ganz anders. Orchester, das Mozarteum-Orchester ist heute ausgezeichnet. Es war damals gut, es ist heute ausgezeichnet. Einen sehr guten musikalischen Chef, den Albert Borken. Und ich habe gerade vor zwei Tagen ein phänomenales Konzert gehört mit dem Elias von Mendelssohn. Sehr gut gespielt, sehr gut gesungen. Das macht mir große Freude. Wir sind ja immer wieder in Salzburg. Wenn ich nicht arbeite, bin ich in Salzburg. Sie waren auch in Kanada und in Frankreich. Haben Sie dort das Weintrinken erlernt? Das Weintrinken kannte ich vorher. Ich habe es dort nur perfektioniert. In Kanada habe ich es sicher nicht gelernt. Aber in Kanada gab es einen guten westkanadischen Importeur, von dem ich ein paar Flaschen bekommen habe, die nur die man importmäßig an den Fingern einer Hand abzählen kann, wie viel nach Western Kanada kommt. Zum Beispiel Morceau von Montrachet von Grand Lafond. Und die habe ich gerade vor kurzem eine probiert, das war eindrucksvoll, ein bisschen alt. Aber zu Kanada zurückzukommen, als ich vom Mozarteum-Orchester 94 wegging, dachte ich mir, ich nehme jetzt jahrelang kein Orchester mehr, weil ich ein bisschen nach 10 Jahren satt war vom Musikdirektor da sein. Und dann kam Calgary. Und das waren 8 Jahre ungetrübtester Freundschaft. Wunderbares Orchester. Nicht sehr groß, 75, also ein mittleres Symphonieorchester. Wunderbarer Saal. Und ich konnte dort so viele Dinge machen, die in Salzburg nicht gingen, weil die Salzburger Repertoirevorschriften anders waren. Ich konnte natürlich in Salzburg viele Dinge machen, die in Calgary undenkbar waren. Salzburg hatten wir immer in den gesamten Ring, hatten Wurzel, Elektra und Ariadne das erste Mal in der Erstfassung komplett ohne Strich. Das ist leider nicht dokumentiert, aber wir haben die 4-stündige Ariadne gespielt mit dem Bürger Selimann und das Publikum hat sich unglaublich gefreut. Ja. Calgary hat mir dann den amerikanischen Kontinent eröffnet. Gleichzeitig hatte ich, Gott sei es geklagt, Bordeaux und dann kam eine Zeit, wo ich Calgary, Bordeaux, Houston gleichzeitig hatte, das war natürlich ziemlich viel Fliegen. Bordeaux war sehr schön. Sehr schön, weil das ein gutes Orchester ist. Die französischen Orchester haben gute Musiker. Die Orchesterkohärenz ist nicht immer ganz so stark wie bei anderen Orchestern. Es gibt weniger Corporate Identity, weniger Identität mit dem Ensemble als mit sich selber natürlich. Ich denke immer daran, dass ein Konzertmeister bei uns oder ein Stimmführer zweite Geige, als Stimmführer zweite Geige in Frankreich ist das ein super Solist. Und irgendwas spricht daraus. Aber wir haben schöne Sachen gemacht, wir haben die ganzen Dutilleux aufgenommen dort. Wir haben dort auch Elektra gemacht und Wurzeck konzertant. Und das war eine schöne Zeit und nebenbei natürlich habe ich mich sehr mit dem agrikulturellen Teil befasst und habe viele gute Weinmacher kennengelernt, die immer noch sehr teure Freunde, finanziell treue Freunde sind. Seit 2001 leben Sie in Houston? Ja. Sind Musikdirektor im Houston Symphony. Welche kulturellen Vorzüge hat Amerika? Also, die amerikanischen Top-Orchester, wo Houston dazugehört,
Und jetzt bleib bei meiner Kultur zuerst einmal. Die amerikanischen Spitzenorchester haben eine unglaubliche Offenheit, Freundlichkeit, zumindest professionell Freundlichkeit, wenn man genauer kennt, ist es auch nicht anders. Aber man kann sehr gut arbeiten und man kann sehr schnell gute Resultate erreichen. Man muss sehr gut vorbereitet sein, um auf hohem Niveau beginnen zu können. Denn die erste Probe läuft so schon, dass einem normalerweise die Spucke wegbleibt. Was schön ist in Amerika, ist eben, dass man sehr gut arbeiten kann mit dem Orchester. Was schwierig ist, ist, dass man viel genauer die Zwangsjacke betrachten muss, in der man beim Programm bauen drinnen steckt. In Europa muss man auch aufpassen, dass man nicht Programme macht, die am Mond stattfinden. Die europäischen Orchester haben sehr gebüßt dafür, dass sie jahrzehntelang manche das Publikum vergessen haben. Die amerikanischen Orchester können sich das nicht leisten, nicht einmal Cleveland. Also in Houston muss man sehr aufpassen, dass man diesen Spagat macht, den man machen muss, ein Publikum zu befriedigen, was keine unehrenhafte Sache ist, einen Saal, der fast 3000 fast zu füllen, und zwar dreimal pro Subskriptionswochenende, dass man dann ein Superorchester mit der Nahrung musikalisch füttert, die das Orchester moralisch und künstlerisch am Leben und interessiert hält, dass es nicht die Zähne verliert, dass es nicht das Interesse verliert, dass es sich nicht unter Wert verkauft fühlt. Und dann außerdem hat man Verpflichtungen den Komponisten gegenüber, nicht nur den amerikanischen, die aufgeführt werden wollen, sondern auch den Komponisten, die in Amerika vernachlässigt sind. Und jetzt bin ich dort im 11. Jahr und gehe in mein 12. Jahr, werde der längst dienende Musikdirektor in der Geschichte dieses Orchesters sein. Die anderen, da waren große Namen dabei, die waren 8 Jahre Stokowski, 8 Jahre Babiroli, Beecham war dort, 11 Jahre Christoph Eschenbach. Und ich habe ihn ich werde ihn um ein Jahr übertroffen haben. Und in meinem letzten Jahr mache ich etwas, was in die letzte Kategorie fällt. Das ist die Verantwortung gegenüber den Komponisten. Wir spielen den Wozzeck-Konzertant. Das ist in Amerika ein ganz anderes Unternehmen, ein viel steilerer Berg als in Europa. Und ich muss mir dafür eine 6-stellige Dollarzahl selber auftreiben, indem ich mit Leuten rede, sie dafür interessiere. Warum muss ich das machen? Weil ich nicht das Budget des Orchesters belasten will. Sie wissen, wie die amerikanischen Orchester auf ihr Überleben schauen müssen, von den größten, Philadelphia, Cleveland, Chicago, alles umgenannte Leichen im Keller, bis zu den kleinsten, und Houston gehört zu den zweitgrößten, also finanziell. Und die 25 Millionen Budget, die haben, muss man erst einmal auftreiben, wenn man vom Staat nichts kriegt. Also darf ich mit meinem Wozzeck denen keine Wunde ins Fleisch schneiden. Aber wir haben ihn und wir haben eine wunderbare Besetzung, die Anne Schornewims und den Roman Trägli, und ich freue mich sehr, sehr drauf. Und das ist schon etwas auch dort, was als Landmark, als Meilenstein gesehen wird. Und da freue ich mich sehr drüber. Jetzt erlebt sie das Berliner Publikum am 22. April mit dem Deutschen Symphonieorchester. Ist das der Anfang einer Deutschland-Serie? Das Deutsche Symphonieorchester habe ich ins Herz geschlossen und die können mich auch noch ganz gut leiden, haben mich noch nicht ausgespuckt. Und da hat sich in Diskussionen mit dem Herrn Steinbeiß, Alexander Steinbeiß, den kenne ich schon sehr lange aus der Zeit, wo ich viele Jahre mit Posten zusammengearbeitet habe, hat mich gefragt, was ich von Santa Susanna halte. Santa Susanna hat zu seiner Überraschung, steht in meiner Bibliothek seit 1967. Das ist die Zeit, wo ich maturiert habe. Und ich habe das immer mit Scheu gelesen. Natürlich ein seltsames Stück, provokativ, und die Musik ist sehr interessant. Ich habe nie gedacht, dass ich dem Stück näher kommen werde, näher als theoretisch. Und dann dachte ich, angebissen. Und nach einer Woche bin ich dann zurückgekommen mit einem etwas sperrigen Programmentwurf. Denn man spielt Santa Susanna nicht so leicht hin. Nicht in der Oper, wo das Stück immer noch eine Provokation ist, denn wenn jemand Kirche und Nacktheit und physische Inbesitznahme des Heilands auf die Bühne bringt, dann gibt es immer noch ganz, ganz große emotionale und ideologische Auseinandersetzungen darüber. Das ist auch richtig so.
Im Konzert wird das nicht in der Form passieren. Aber trotzdem spielt man das nicht mit vorher dem Scheunendreher und auch die Martis-Symphonie und dabei bleibt es. Und zufällig hat man da die, sagt der Susanna, dazwischen geschwiegelt. Ich habe gesagt, packen wir den Stier bei den Hörnern und nehmen wir dieses Thema Freiheit, sexuelle Freiheit oder Revolution gegen einen Zwang als ein Thema, das in dieser Zeit in der Luft gelegen ist. Denn der Hindemith hat ja nicht die Santa Susanna alleine geschrieben, da gibt es ja noch zwei Stücke unter. Mörder, Hoffnung, Erfahrung, ein Stück von Kokoschka, Santa Susanna von Strand und das Nuschnusche, ein Tanzspiel. Das erinnert sehr stark an den Trittico von Puccini mit Tabarro, wo es um Mann-Frau-Beziehung geht, und Mord, Sor Angelica, wo es um eine Nonne geht, die ihr Leben hingibt, und Janis Kiki. Das war gerade 3 oder 4 Jahre früher in New York, 18, gegen 21. Und jetzt habe ich gesagt, fangen wir an mit dem Puccini, nach der Pause, sagt der Susanne, und um die Fortschreitung dieser Befreiung aus Zwängen, gesellschaftlich, moralisch, zum Gipfel zu bringen, kommt am Schluss die stolzeste zur Schaustellung von Volupte und Ekstase, Screamen, Teufel Ekstase. Das ist natürlich ein Gedankenprogramm, vielleicht ist es auch hölzern, aber das wird sich ausstellen. Jedes der drei Stücke ist sehr aufregend, sehr gut, wir haben eine wunderbare Besetzung. Und meine Bedingung war, vielleicht ist das ein bisschen blauäugig, dass niemand Noten in der Hand hat, sondern dass das Stück in meinem Rücken auswendig gesungen und gespielt wird, mit den Auftritten und Abgängen, sodass die Sängerinnen zwischen mir und dem Publikum sind, was ein bisschen die Disbalance verbessert, denn Orchester normalerweise im Graben sein sollte, dann hören sie den Sänger. Also die Sänger wird man hören, sie werden mich nicht sehen, deswegen haben wir im Publikum 2 Monitore, wo ich sichtbar sein werde. Und das Orchester wird im Dunkeln sitzen. Im Gegensatz zum Scriabin, wo dann das volle Saallicht kommt und das Orchester in gleißender Pracht in C-Dur endet. Werden wir sehen, wie das endet. Ich freue mich sehr darauf. 30 Jahre können Sie schon als Dirigent zurückblicken. Wie können Sie die 3 Jahrzehnte beschreiben? Es gibt nie ein Ende des Lernens. Das Repertoire ist wie ein Ozean. Man muss immer weiter schwimmen, sagen, noch irgendwelche Inseln zu entdecken im Repertoire, die mir noch fehlen, und ich freue mich auf alles. Ich habe nächste Woche eine Uraufführung in Amsterdam, eine Woche später eine Riem-Zweituraufführung, die kommt in Karlsruhe, während Symphonie Fleuve, die neue Symphonie. Ich habe nächste Woche zum ersten Mal das 3. Prokofjew-Klavierkonzert, dem ich immer aus dem Weg gegangen bin. Freue mich schon darauf. Und es endet nie. Was mich ein bisschen ermüdet hat, ist eher das Administrative des Chefdirigentseins. Und wenn ich das zusammenzähle, sind das 39 Jahre Chefposten. Und das ist vielleicht dann in Zukunft nicht mehr notwendig. Es wird sich auch nicht aufdrängen. Und das, ich glaube nicht, dass ich nochmal ein Orchester haben oder nehmen werde. Das müsste schon eine sehr verlockende und gut passende Sache sein. Aber dirigieren tue ich noch immer ganz gerne. Was sich verändert hat, ist der Blick in die Partitur. Ich bin jetzt viel genauer als vor 30 Jahren im Lesen. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich in Pension gehe, dass ich ein Verlagslektorat unterstütze. Im Internet bei YouTube fand ich die 4. Brahms von 1988 mit Ihnen. Mir gefällt es sehr. Hören Sie sich mit Begeisterung alte Aufnahmen an? Ich höre sie mir mit Schmerz an. Das ist einer meiner Lehrer, sind meine Fehler. Wer sagt mir denn was? Sagt dir niemand was? Jeder sagt nur, oh, wunderschön war es. Freut sich, wenn es nicht gut war. Ich höre mir meine Sachen von früher an, bis zu einem gewissen Grad, weil man sonst erkrankt daran. Diese 4. Brahms in Tokio mit dem NHK-Orchester war eines meiner schrecklichsten Erlebnisse in meiner Dirigentenlaufbahn, weil das Orchester von einer Zähigkeit und Kälte war, dass ich mir nach der ersten 15 Minuten Probe schon gedacht habe, oh je, das wären 3 schreckliche Wochen. Und so war es auch. Aber gespielt haben sie ganz gut. Was wünschen Sie sich von der Zukunft? Von der Zukunft wünsche ich mir, dass ich viele Sachen dirigieren darf, die ich noch nicht gemacht habe, die noch auf meiner Liste stehen. Zum Beispiel seit meiner Jugend, Zvezdoliki von Stravinsky, das ist dieses Sternenantlitz, kurze Chorstücke aus der Zeit vom Sacro di Porta. Oder Le Rossignol, das wünsche ich mir auch noch. Und ich wünsche mir, dass ich
Zeit habe und nicht müde bin, mir einmal alle Beethoven-Quartette durchzuhören. Oder die Bartok-Quartette nochmal anzuhören, über die ich als 21-Jähriger eine Musikgeschichte-Arbeit geschrieben habe. Jetzt wieder einfach mich hinzusetzen und Musik anzuhören, zu Hause, wenn ich nicht erschöpft bin und den Kopf nicht voll von was anderem habe, dass ich Musik hören kann, so wie ich Musik hören möchte.